Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und im Kapitel Haut, Haare, im Abschnitt Gürtelrose bin ich bei Medikamenten und Wirkstoffen angekommen und es geht in alphabetischer Reihenfolge der Wirkstoffe um den Wirkstoff Brivudin. Innerlich, der ist geeignet, also grün, tiefgrün. Brivudin in Klammern innerlich. Brivudin hemmt die Virusvermehrung und kann die Abheilung einer Gürtelrose beschleunigen. Geeignet zur Behandlung von Gürtelrose. Jetzt kommt der erläuternde Text. Der Wirkstoff ist zwar ein weniger gut erprobter zur Behandlung schwerer Virusinfektionen. Seine therapeutische Wirksamkeit zur Behandlung einer Gürtelrose ist jedoch belegt und mit der des Standardmittels Aciclovir vergleichbar. Wichtig zu wissen, das Präparat sollte im Anfangsstadium einer Gürtelrose gegeben werden. Am besten gleich nach dem Auftreten der ersten Anzeichen. Ist die Gürtelrose bereits voll ausgeprägt, kann die Virusvermehrung durch das Medikament nicht mehr gebremst werden. Brivudin dürfen Sie nicht zusammen mit den Zytostatika 5-Fluorocazil, Cepacitabin, Fluxoridin, Tegafur in Klammern bei Krebs oder dem Antipilzmittel Flukistosin in Klammern bei schweren Pilzinfektionen anwenden. Brivudin erhöht die Giftigkeit dieser Medikamente so stark, dass sie tödlich wirken können. Zwischen der Einnahme von Brivudin und den genannten Wirkstoffen müssen mindestens 4 Wochen liegen. Vereinzelt wurde berichtet, dass Brivudin schwindelig und schläfrig macht. Wenn Sie dies bemerken, sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Auch Übelkeit, Kopfschmerzen oder Verdauungsstörungen können auftreten. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mangels Erfahrungen oder sicheren Erkenntnissen wenden Sie das Medikament besser nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren an. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Mangels Erfahrungen oder sicheren Erkenntnissen wenden Sie das Medikament besser nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit an. So, das war's damit. Der Abschnitt Gürtelrose endet mit einem gelben Kasten. Was bringt die Impfung gegen Herpes 2?